Die Nachspeise unseres spanischen Viergänge-Menüs, heiße Schokolade und Ensaimadas. Für das Dessert unseres Viergänge-Menüs bin ich jetzt nochmal nach Barcelona gereist. Denn hier gibt es eine sehr leckere Tradition. Man trinkt ganz dickflüssige heiße Schokolade und isst Ensaimadas dazu. Eine Ensaimada ist ein spanisches Schmalzgebäck. Die Konditorei von Mistral legt Wert auf Tradition. Das Unternehmen führen Bibiana und ihr Vater Jaume. Ich möchte das Geheimnis der traditionellen Ensaimadas kennenlernen. Amor. Amor. Oh. Oh, nice. Okay. Das möchte ich natürlich jetzt sehen, wie er mit Liebe Ensaimadas macht. Wundervoll. Wichtigste Zutat: Saim. Saim heißt nämlich Schmalz. Und daher kommt dieses Wort Ensaimadas. Mit der Highspeed-Kamera schauen wir uns die Zubereitung des Teigs genau an. Erstmal Eier und Mehl. Jaume zerbröckelt die Hefe, bevor er sie in die Schüssel gibt. Dann Zucker, Butter und Wasser. Jetzt verrührt die Maschine alles 20 Minuten lang. Das Öl macht den Teig geschmeidig. Erst wenn der Teig ein kompakter Klumpen ist, ist er fertig. Es braucht jetzt wieder eine Stunde, um zu gehen. Und hier ist auch wieder das Geheimnis, die Zeit. Man lässt sich Zeit. Und dann werden die Sachen richtig lecker. Nachdem der Teig eine Stunde geruht hat, portioniert ihn der Konditor mit einer speziellen Maschine. Genauso portioniert man auch Krapfen oder Berliner. Unsere Highspeed-Kamera zeigt, dass jetzt erst das Schmalz zum dünn ausgerollten Teig kommt und wie kunstvoll Jaume die typische Schneckenform wickelt. Die Ensaimadas kommen für nur 2 Minuten in den Holzofen. Bevor ich jetzt die Ensaimadas probiere, will ich wissen, wie die heiße Schokolade gemacht wird. Die soll so dick sein, dass der Löffel senkrecht drin stecken bleibt. Barcelona ist bekannt für seine Milchbars. In der ältesten Milchbar, im Gran Javier, ist es Tradition, heiße Schokolade zu den Ensaimadas zu trinken. So. Marc, was ist der erste Schritt? Zuerst brauchen wir heißes Wasser. Das bringen wir zum Kochen. Du nimmst also keine Milch? Nein, nur Wasser. Das ist Konditor Marc Esponis Geheimnis. In das kochende Wasser rührt er Zucker ein. Und jetzt 100%iges und hochwertiges Schokoladenpulver. Ein bisschen Zimt. Und eine Mischung aus Stärkemehl und Wasser. Das muss jetzt weitere 10 Minuten kochen. Und wenn es fertig ist, hast du die beste heiße Schokolade von ganz Barcelona. Oh, great. So, und jetzt sieht man, wie die Schokolade richtig dick und zähflüssig wird. Seit Generationen führt Marc Esponis Familie das Gran Javier. Die heiße Schokolade hat schon sein Ur-Urgroßvater genauso zubereitet. Wer mag, kann sogar noch Sahne in die heiße Schokolade geben. Also jetzt bin ich wirklich gespannt, ob der Löffel senkrecht in der Schokolade stehen bleibt, so wie es heißt. Nein, okay, tut er nicht. Das war wohl nur ein Gerücht. Das ist natürlich traumhaft. Wahnsinnig gehaltvoll, aber extrem lecker. Super.
Und die Ensaimada? Der typische Schmalzteig, den wir von unseren Krapfen oder unseren Berlinern her kennen. Nur der hier ist noch süßer. Da scheint noch viel mehr Zucker drin zu sein. Super. Also wirklich das perfekte Dessert. Aber eigentlich braucht man vorher keine Hauptspeise, keine Vorspeise. Unser halber Kochtopf und faszinierende Highspeed-Aufnahmen haben sie aufgedeckt. Die Geheimnisse der spanischen Küche.